Der kleine Pianist von Brij Kotari. Es war einmal ein kleiner Junge namens Azul. Er spielte sehr gerne Klavier und träumte davon, eines Tages Pianist zu werden. Jeden Sonntag ging Azul zum Klavierunterricht. Und jeden Abend vor dem Schlafengehen spielte er zu Hause. Weil Azul sehr ernsthaft übte, wurde er immer besser. Er vergaß vielleicht ab und zu, seine Zähne zu putzen, aber er vergaß niemals, Klavier zu üben. Eines Tages sagte seine Klavierlehrerin Vicky zu ihm: Azul, morgen spielst du vor einem großen Publikum. Du wirst schon ein richtiger Pianist. Deine Finger laufen wie Eichhörnchen über die Tasten. Aber etwas fehlt noch. Was denn? Azul musste es einfach wissen. Er wollte unbedingt nicht nur ein guter, sondern ein großartiger Pianist werden. Vicky lächelte. Sie flüsterte ein Klavierlehrergeheimnis in Azuls Ohr. Spiel mit dem Herzen, nicht mit den Fingern. Wie immer holte Vicky ihre Aufkleberschachtel. Azul streckte seine Hand aus und Vicky klebte einen wunderschönen Schmetterlingsaufkleber darauf. Hier, denk immer an diesen Schmetterling, wenn du mit deinem Herzen spielen willst, sagte sie. An diesem Tag, während die anderen Kinder im Park spielten, starrte Azul nur auf seinen Schmetterling. Er dachte: Ich kann mit meinen Fingern spielen, weil ich sie bewegen kann. Ich kann die Tasten berühren. Aber wie soll ich denn mit meinem Herzen spielen? Ich kann mein Herz ja nicht einmal sehen. Zum ersten Mal seit langem ging Azul ins Bett, ohne vorher Klavier zu spielen. Am Abend vor seinem Auftritt übte er nicht, weil er keine Ahnung hatte, wie man mit dem Herzen spielt. Als Azul aufwachte, suchte er nach seinem Schmetterlingsaufkleber. Oh nein, der Aufkleber war auch noch weg. Jetzt war Azul aufgeregt, richtig aufgeregt. Er versuchte, Klavier zu spielen, aber seine Finger wollten sich einfach nicht bewegen. Doch die Uhr tickte unbarmherzig weiter. Bald war es Zeit für den Auftritt. Das Klavier stand in der Mitte einer runden Bühne und der Saal war voller Menschen. Azul betrat die Bühne, setzte sich auf die Klavierbank und schloss für einen Moment die Augen. Er erinnerte sich an Vickys Worte und dachte an den Schmetterling.
In der Stille des Saales hörte Azul das Flattern kleiner Flügel. Ein Schmetterling setzte sich auf seine Schulter und summte eine Melodie. Azuls Finger bewegten sich wie von selbst und sein Herz spielte das Schmetterlingslied.